herzlich willkommen zu Planet Chamber Music. Mein Name ist Lena-Lisa Wüstendörfer und ich freue mich, dass wir uns heute mit Antonín Dvořáks Klavierquartett Nummer 2 in S-Dur Opus 87 beschäftigen dürfen. Nun, Antonín Dvořák, der war 1890, als sein Klavierquartett Nummer 2 in S-Dur uraufgeführt wurde, bereits ein sehr angesehener Mann. Er war bald 50-jährig und er hatte gerade eine Stelle als Professor an der Musikhochschule in Prag angetreten. Nur ein Jahr später sollte er vom Kaiser in Wien einen Orden erlangen und gleich zwei Ehrendoktorwürden, nämlich eine von der Universität in Prag und die andere von der University of Cambridge. Aber nicht nur das, er sollte auch noch in die Akademie der Wissenschaften in Prag aufgenommen werden. Antonín Dvořáks Klavierquartett in S-Dur gehört zu seinen wichtigsten Kammermusikstücken, obwohl es relativ selten aufgeführt wird. Nach seinem ersten Klavierquartett ließ er sich 15 Jahre Zeit, um ein zweites zu schreiben, obwohl ihn sein Verleger Simrock dazu drängte, ein neues zu verfassen. Denn die Kompositionen von Dvořák, die verkauften sich gut und in den Augen des Verlegers Simrock war Dvořák der Einzige, der wirklich dazu imstande war, Klavierquartette oder überhaupt Kammermusik auf dem Niveau eines Johannes Brahms zu schreiben. Simrock war natürlich auch der Verleger von Johannes Brahms und dass Dvořák überhaupt bei ihm verlegt wurde, das hatte Dvořák auch einer Empfehlung von Johannes Brahms zu verdanken. Dvořák fand erst nach ziemlich langer Zeit überhaupt Muße, sich dieser Komposition zu widmen. Und zwar im Sommer 1889, da begann er, dieses Stück zu schreiben. Er befand sich damals in einem regelrechten Schaffensrausch. Er hat selber dazu notiert: Mein Kopf ist so voll, wenn der Mensch doch alles gleich aufschreiben könnte. Es geht unerwartet leicht und die Melodien, die strömen mir nur so zu. Diese Leichtigkeit, die hört man dann auch in seinem Quartett. Es ist in einem sehr unbekümmerten Ton geschrieben und es hat auch eine deutlich nationale Färbung. Denn, wie wir alle wissen, sind Bedřich Smetana und Anton Dvořák wahrscheinlich die bedeutendsten tschechischen Nationalkomponisten, wenn man so möchte. Nun, wie verhält es sich mit der Gattung des Klavierquartettes gegen Ende des 19. Jahrhunderts? Es hatte sich zu einer ganz eigenen Gattung entwickelt. Es war sehr etabliert, es war technisch anspruchsvoll. Die Musizierenden konnten damit zeigen, welches Repertoire, welche Spielfähigkeiten sie drauf hatten. Die Instrumente, die waren gleichberechtigte Partner. Das wird man auch hier in Dvořáks Klavierquartett hören. Und das Klavierquartett ist in 4 Sätze gegliedert. Auch das nicht erstaunlich für die Zeit, in der es entstanden ist. Nun, das Klavierquartett, es beginnt mit einem Allegro con fuoco. Und das, was am meisten überrascht bei diesem Allegro con fuoco ist, dass es ja eigentlich in der Tonart S-Dur geschrieben ist, aber doch sehr schnell, schon nach einigen Takten, dieses S-Dur verlässt und eine Moll-Färbung erhält. Mit geballter Kraft, ganz unisono, beginnen die Streicher hier das Stück. Sie treten in den Dialog mit dem Klavier und das Klavier wendet das Ganze in die Moll-Region. Wir werden uns das gleich einmal anhören. Nach diesem vehementen, kraftvollen Anfang gerät
das Quartett aber doch schnell ins Schwärmen, und zwar mit einer ganz ausgedehnten Kantilene. Diese beiden Charaktere, so kompakt und kraftvoll und dann aber wieder sehr ausladend und gesanglich, die sind bezeichnend für diesen ersten Satz des Quartettes. Dvořák, der versteht es meisterhaft, vom einen Charakter in den anderen überzuleiten, indem er eigentlich thematisch nur ganz wenig verändert. Ein thematisches Material kann bei Dvořák in ganz verschiedenen Gestalten auftauchen. Das ist eine Spezialität von Dvořák. Man findet das auch sehr oft in Dvořáks Symphonien, dass er es versteht, ein Thema zu nehmen und es in ganz verschiedenen Rollen und ganz verschiedenen Charakteren zu zeigen. Und wie macht er das? Er macht das, indem er das thematische Material einmal augmentiert, einmal verkleinert, dann transponiert, es fragmentiert. Eine sehr dichte und präzise Arbeit am thematischen Material, mit dem er eben vom einen Charakter in den anderen überleiten kann. Und das sieht man sehr gut, und wir werden es nachher vor allem bei der Konzertdarbietung hören, in den beiden Ecksätzen dieses Klavierquartetts, also im ersten und im vierten Satz. Der zweite Satz, das Lento, entführt uns in eine ganz andere Welt. Hier kommen die Violine, das Cello, das Klavier mit je ganz eigenen Melodien zur Geltung. Eröffnet wird das Ganze mit einer der wahrscheinlich schönsten Melodien der Romantik vom Cello, gefolgt von einer ebenso schönen Melodie auf der Violine. Insbesondere die Cello-Melodie, die wird sehr dezent begleitet von Streicherpizzicati und von der Klavierstimme nachher paraphrasiert. Man hat fast den Eindruck, man sei hier in einem Mini-Cello-Konzert und nicht in einem Klavierquartett. Aber das ändert sich dann im weiteren Verlauf sehr schnell. Wir hören uns diesen Anfang an. Diese Cello- und dann Violin-Melodie folgt ein vehementer, ziemlich erregter Moll-Ausbruch, marcato, pesante, also sehr betont und schwer. Und darauf folgt eine wunderschöne Klaviermelodie. Wir hören auch da rein.
Und weil die Melodien in diesem zweiten Satz so wunderschön sind, wiederholt Dvorak sie schlicht und einfach nochmal. Er tut damit etwas sehr Seltenes in einem zweiten Satz, folgt aber damit Schubert, der nämlich dieses Rezept auch in seinem Forellenquintett anwendet. Natürlich werden bei der Wiederholung dieser Passage die Funktionen im Quartett etwas anders verteilt. Das heißt, die Melodien werden anders verteilt, so damit es eben auch andere Klangfarben gibt in diesem zweiten Teil des zweiten Satzes. Der dritte Satz ist dann ein Allegro moderato grazioso. Es besteht ganz klassisch in einem Scherzo und dann einem Trio, wieder Scherzo. Das Scherzo, das ist ein Ländler, der uns in die Wiener Salonmusik entführt. Das Trio, das ist dann eher ein kräftigerer Tanz, der an böhmische Volksmusik erinnert. Das Spezielle und das Auffallende hier an diesem dritten Satz, ganz im Gegensatz zum zweiten, ist, dass hier die Instrumente fast symphonisch ineinander verschmelzen. Also es sind nicht mehr die Instrumente, die solistisch zum Zuge kommen, so wie im zweiten Satz, als kleine Solokonzerte gewissermaßen. Nein, es sind hier vor allem der fast symphonische Klang, diese Klänge, die dominieren. Wir hören uns das gleich mal an. Der vierte Satz, das Finale, Allegro ma un troppo, zeigt, dass die vier Instrumente des Quartettes tatsächlich gleichberechtigt sind bei Dvořák. Hier fällt einem vor allem die Bratsche auf. Dass Dvořák diese Bratsche sehr lieb hatte, das wird man in diesem Satz mehrere Male sehen. Nun, was hatte Dvořák für ein Verhältnis zur Bratsche? Einerseits spielte sein Vater Bratsche, er lernte also als Kind die Musik überhaupt erst durch dieses Instrument kennen. Und andererseits spielte er selbst auch Bratsche. Zuerst als Student, um etwas Geld zu verdienen in den Kaffeehäusern, in denen er zum Tanz aufspielte, und etwas später dann als Stimmführer der Bratschen im Interimsorchester, das war das spätere Nationaltheaterorchester, in dem er eben die ganze Bratschengruppe anführte. In seiner Arbeit dort lernte er auch Bedřich Smetana kennen, unter dessen Dirigat er zahlreiche Male aufgetreten ist. Das war auch der Weg, wie Dvořák überhaupt in diese kulturelle Nationalbewegung hineinkam und sich eben mit Volksmelodien, mit böhmischer Musik auch zu beschäftigen begann. Wir hören uns den Anfang an. Dieser vierte Satz mit seinem fulminanten Charakter, der zielt vom ersten Unisono weg
über zahlreiche Verwandlungen hin wirklich quasi zu diesem apotheotischen Schluss dann hin. Und am Schluss ist der vierte Satz tatsächlich ein wahnsinnig virtuoses Stück mit sehr mitreißender Wirkung. Eine mitreißende Wirkung, die Sie jetzt dann gleich in der Konzertdarbietung auch genießen werden. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.